Ich bin seit 2 Tagen in Belgien und baue meine Verteidigungslinie auf. Da ist dieser Typ, nennen wir ihn Großbritannien, der sich über den Rhein zurückziehen soll, aber das passt mir nicht so ganz. Weil ich seiner Seemacht einfach nicht gewachsen bin. Also werf ich meine Soldaten mitten in der Nacht gedankenlos auf die französischen Linien. Ich wache unter Beschuss auf und mir ist richtig kalt. Ich wache in Schlamm auf und sehe, dass mein Essen zu Schimmel geworden ist. Siehst du, ich kämpfe nicht gern gegen Frankreich, aber ich muss gehorchen, wie mir gesagt wurde. Also schieße ich einfach herum, halte den Kopf gesenkt und hoffe, dass unsere Linien halten. Und Österreich sagt mir immer wieder, dass ich mich so gut schlage. Ich versuche ihm ehrlich zu vertrauen. Ich finde es schwer zu sagen, ob ich Waffen oder Bomben brauche. Ich versuche mein Bestes, ruhig zu bleiben. Ich sage mir, ich sage es laut, ich werde alles herausfinden. Ich neige dazu zu vergessen, dass mein Reich noch ziemlich jung ist. In gewisser Weise hat dieser Krieg von mir gerade erst begonnen. Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Ich bin seit 2 Tagen in Belgien. Und ich weiß, dass ich eine Grenze überschritten habe. Denn dieser Typ, den wir Großbritannien nannten, ist jetzt mein Feind. Meine Verbündeten sagen, ich sei verrückt, sagten, ich sei zu weit gegangen. Denn Frankreich war heimlich mit Russland befreundet. Jetzt bin ich in einem Zwei-Fronten-Krieg. Ich bin erst seit 2 Tagen in Belgien. Und meine Frontlinien sind ein Chaos. Es gibt einfach so viel, worüber ich herrschen möchte, was ich noch nicht beherrscht habe. Es gibt einfach so viel Land, das ich einnehmen möchte. Und es hat so viele Tote gegeben. Paris ist so weit weg. Es ist leicht zu vergessen, dass alle meine nutzlosen Verbündeten denken, dass ich mich so gut schlage. Ich versuche es ehrlich zu sehen. Dieser Krieg ist die Hölle auf Erden, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Wenn ich etwas richtig gemacht habe, ich muss mich nach jedem Kampf ausruhen. Sie sagten Rückzug, ich sagte, alles klar. Ich glaube, das werde ich nicht. Vielleicht, vielleicht. Ich sollte wahrscheinlich einfach lass es langsam angehen. Aber die Schlachten toben und ich muss gehen. Das Wichtigste ist zu lernen, Italien nicht zu vertrauen, wenn die Kriegstrommeln zu erklingen beginnen. Ich versuche es zu glauben, wenn ich sage, wenn es passieren soll, wird es sowieso passieren. Mir wird es gut gehen. Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Da stehe ich, um ehrlich zu sein. 2 Tage, 2 Tage in Belgien.